Die Landesregierung hat Vorschläge für ein neues Hochschulgesetz vorgelegt, mit denen kritisches und kreatives Denken systematisch abgewürgt werden. Dabei ist es doch gerade in der heutigen Zeit bitter nötig, Demokratie in allen Lebensbereichen zu stärken. Meine Damen und Herren von CDU und FDP, Sie zerstören Aufstiegschancen. Bei der Anwesenheitspflicht zum Beispiel geht es doch nicht darum, was Studierende in ihrer Freizeit tun. Bei der Anwesenheitspflicht geht es um 6% der Studierenden in Nordrhein-Westfalen, die Kinder erziehen, um die gut 5%, die Angehörige pflegen, um die 13%, die eine Behinderung oder eine chronische oder psychische Erkrankung haben, oder um die 68% der Studierenden, die neben dem Studium arbeiten müssen. Das sind Zehntausende Menschen, die Sie vor existenzielle Probleme stellen. Vorschläge für ein neues Hochschulgesetz zeigen eindeutig, selbstbestimmtes studentisches Leben ist Ihnen offenkundig suspekt. Denn all diese Freiheiten, meine Damen und Herren von CDU und FDP, wollen Sie einschränken. Die Freiheit zu entscheiden, was, wie und wann ich lernen will, durch Anwesenheitspflichten. Die Freiheit, Neues zu wagen durch verbindliche Online-Self-Assessments. Die Freiheit, auch mal jenseits der ausgetretenen Pfade zu laufen durch verbindliche Studienverlaufsvereinbarungen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie sitzen bleiben an den Unis einführen wollen. Meine Damen und Herren, die Pläne von Schwarz-Gelb verkehren völlig die Verantwortlichkeiten. Aus der Verpflichtung der Hochschulen, gute Lehre und beste Lehrbedingungen zu bieten, wird eine Verpflichtung für Studierende, vordefinierte Lernleistungen abzuliefern. Ihre Zwangsmaßnahmen sind völlig aus der Zeit gefallen. Kein Wort bei Ihnen über die Verantwortung, durch gute Lehre, exzellente Ausstattung und Digitalisierung Anreize zu setzen. Und seit dem Tag, an dem Schwarz-Gelb hier im Land die Regierung übernommen hat, kein Wort mehr über die Verbesserung der Betreuungsrelation, über die Erhöhung der Qualitätsverbesserungsmittel, über eine deutliche Steigerung der Grundfinanzierung oder insgesamt über mehr Mittel im System. Wir von Bündnis 90 Die Grünen wollen, dass Studierende einen Anspruch auf gute Lehre haben, und wir wollen, dass dieser Anspruch realisiert werden kann. Das geht aber nur, wenn diese Landesregierung endlich dazu übergeht, ihr Geld nicht nur in Heino und dicke Bohnen zu investieren, sondern in die Köpfe, die unser Morgen gestalten. Wer für ein freies und selbstbestimmtes Studium einsteht, wer progressive, verantwortliche, erfolgreiche Lehre und Forschung will, der hat diese Landesregierung nicht an seiner Seite. Wer das will, kämpft mit uns für Freiheit und Selbstbestimmung und Demokratie an den Hochschulen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bolte-Richter.